Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Fahrenheit. Wir sind mit Carla jetzt bei den ehemaligen Polizisten oder bei dem Polizisten, der den Fall Kirsten damals bearbeitet hat. Und ja, kann man sagen, reden wir mal mit ihm. Sergeant Mitchell? Ja. Inspektor Carla Valenti, dürfte ich Ihnen ein paar Fragen zu einer meiner Untersuchungen stellen? Es ist Ewigkeiten her, dass ich an einer Untersuchung gearbeitet habe. Ich werde Ihnen nicht viel nützen. Es geht um einen alten Fall, aber er interessiert mich. Der Kirsten-Fall. Weil Sie die Akte nicht finden, habe ich recht. Ja, so ist es. Die Akte ist geheim. Wie wäre es mit ein paar Zielübungen? Okay, gerne. Gut. Und wir unterhalten uns bei Zielübungen. Die Pistole liegt direkt vor Ihnen. Ach nein, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Okay. Drücken Sie die linke Maustaste zum Feuern, drücken Sie die rechte zum Nachladen. Töten Sie Terroristen, um Zeit zu gewinnen, aber wenn Sie Zivile sind, gehen Sie Zeit abgezogen, okay? Nein. Nein. Na komm. Nein. Verdammt. Verdammt. Jetzt wird's doch ein bisschen sehr schnell. Komm. Verdammt. Jetzt wird's sehr, sehr schnell. Na komm. Verdammt. Sie haben's aber drauf. Ich muss zugeben, dass Ihnen hier nur wenige das Wasser reichen können. Und was möchten Sie über den Kirstenfall wissen? Zum Beispiel, was geschah genau? Ein Typ namens Kirsten ging ahnungslos in den Supermarkt und als er vor den Kochutensilien steht, schnappt sich einer ein Messer und ersticht ihn brutal. Was wissen Sie übers Opfer? Ein Durchschnittsbürger war lediglich zur falschen Zeit am falschen Ort. Sonst noch irgendwelche interessanten Elemente? Stimmt, da war noch was. Der Mörder hatte sich anschließend mit dem Messer irgendwelche Symbole in die Vorderarme geritzt. Komisches Zeug. Sah aus wie eine Schlange oder sowas. Vielleicht ist er nur ausgerastet. Eine Art kurzer Anfall von Wahnsinn. Nahm ich auch zuerst an.
bis ich den Autopsiebericht sah. Jeder Messerstich durchtrennte sauber und präzise eine der zum Herz führenden Arterien. Solche Präzision, oh Mann, die Chancen dafür standen mindestens 1 zu 1000, selbst wenn er Chirurg wäre. Und wir machen weiter Schießübungen. Okay. Schon. Direkt vor die Nase. Jetzt wird schnell wieder. Na komm. Verdammt. Verdammt. Boah, das war echt Glück. Na komm. Jawohl. Exzellenter Schuss. Sie sind ein Naturtalent. Sie stellten die Untersuchung dann sicher nicht ein, oder? Nein, die Sache ließ mich nicht los. Was konnte ihn zu dieser Tat bewogen haben? Ich überprüfte, naja, jede Menge Spuren und stieß beinahe zufällig auf ähnliche Fälle. Auf andere Täter mit gleichem Profil. Sie meinen, wo der Mörder auf gleiche Weise vorging und den Tatort nicht verließ? Genau. 3 Wochen zuvor war mitten am Tag ein anderes Opfer grundlos erstochen worden. Dann entdeckte ich einen dritten Fall, der 2 Monate zurücklag. Dann noch einen und noch einen. Und stets dasselbe Spiel. Und die Täter wurden stets verhaftet? Nein. Entweder begangen sie Selbstmord, bevor wir eintrafen, oder wurden verrückt. Aber alle gingen genau gleich vor. Sie durchtrennten dem Opfer stets die Herzarterie. Ganz akkurat. Dann ritzten sie sich eine Schlange in die Arme.
Und Ihre Recherchen in dem Mordfall im Supermarkt. Fanden Sie was heraus? Diesen Fall sollten Sie lieber aufgeben. Hier geht es nicht nur um einen Mord. Aber hinter den Kulissen wird irgendein falsches Spiel gespielt. Dann lege ich wohl eine neue Akte an. Carla Valenti. Agathas Haus. Da ist es. Okay. Ist hier jemand? Eine Bonuskarte. Ein alter Holzofen. Die Kaffeekanne ist noch heiß. Nichts Besonderes. Gehen wir mal hier rein. Sind das da in den Käfigen etwa Krähen? Offenbar. Sind das da in den Käfigen etwa Krähen? Keiner zu Hause? Sehr okkultes Haus, auf jeden Fall. Kerzenständer, ein altes Zauberbuch. Wie unheimlich. Wie unheimlich. Eine ausgestopfte Krähe. Hä? Aber was? Alle Möbel sind abgedeckt. Als ob hier schon seit langem keiner mehr wohnte. Seltsam. Sind Sie Agatha? Warum möchten Sie mit Agatha sprechen? Pater Marcus Kane schickt mich her. Ich habe Probleme und muss mit ihr darüber sprechen. Probleme. Und wer hier auf Erden hat die nicht? Man kann auch ohne Augen sehen. Und nun, junger Mann, schieben Sie mich bitte rüber. In Gesellschaft der Vögel kann man sich besser unterhalten. Okay. Der kümmert sich ein wenig um die alte Dame. Wie ich sie mit dem Rollstuhl herumschleudern kann. Diese alte Dame irgendwie interessant, muss ich schon sagen. Vögel sind einmalige Tiere. Sie können ihr ganzes Leben in einem Käfig verbringen und trotzdem noch fröhlich singen. Was führt Sie her, junger Mann? Sagen Sie, wie sieht Ihr Käfig aus? Ich habe jemand umgebracht. Es war, als wäre ich besessen. Ich sah, wie ich es tat, ohne mein Handeln kontrollieren zu können. Klingt eher wie eine einfältige Ausrede. Glauben Sie nicht, Sie sind in Wahrheit einfach nur verrückt geworden?
Ich hatte eine Vision eines anderen Mannes, der gleichzeitig genau dieselben Bewegungen machte. Und eines Mädchens, das mich um Hilfe bat. Im Schrank liegt ein Säckchen mit Samen. Seien Sie so nett. Füttern Sie bitte meine kleinen Lieblinge. Na gut. Das am unteren, oder? Ja. Dann füttern wir mal Agathas Lieblinge. Na komm. Sind Ihnen seitdem vielleicht noch andere seltsame Dinge passiert? Sonderbare Träume oder Visionen? Ja, ich sehe Dinge, als nähme die Wirklichkeit vor meinen Augen schreckliche Formen an. Können Sie Ihre Visionen mit irgendwas Konkretem in Verbindung bringen? Zum Beispiel einem Symbol oder Zeichen, einem Wort? Als ich wieder Herr meiner Sinne war, nach der Tat, sah ich dieses Symbol in meine Arme geritzt. Eine Schlange. Zwei offene Münder. Oh mein Gott! Was heißt das? Es gibt nur einen Weg, dies zu deuten. Schnell, schieben Sie mich ins Wohnzimmer. Okay. In einem der Schränke finden Sie Kerzen. Stecken Sie sie in den Kerzenständer. In der Küche müssten Streichhölzer sein. Dann können Sie die Kerzen anzünden. Wahnsinn. Sie zählt das so, als wäre es... Boah, Alter, das ist eine super Kiste. Dann machen wir das mal eben. Erstmal hole ich die Kerzen. Das Feuer. Erst das hier. Ja, jetzt hier erst die Kerzen holen. Dann aufstecken, dann anzünden. Ach da. Die andere Schublade. Zack. Und zack. Und hier das auch anzünden. Perfekt. Löschen Sie nun das Licht. Vorhänge zu. Wir sind bereit. Setzen Sie sich zu mir. Okay. Aber das mache ich erst in der nächsten Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.